meine Lieben, heute habe ich für euch eine leckere, einfache Frühstücksidee. Ganz ehrlich, wir essen das auch gerne zum Mittag, zum Abendessen. Es geht super schnell und man braucht wirklich ganz, ganz, ganz wenige Zutaten. Die haben wir auch immer da. Das ist so unser Zaubermittel für schnell, satt und glücklich zu werden. So, und jetzt zum schnellen Rezept. Habe ich hier Haferflocken und hier rühre ich mit dem Schneebesen Milch hinein. Und zwar gehe ich da immer so nach Gefühl. Mal schauen. So, ist das gut. Das wird jetzt nur einmal zum Kochen gebracht. Möglichst nicht zu heiß, sonst brennt es schnell unten an. Und immer wieder rühren. So, einmal aufgekocht. Lasse ich den noch so eine halbe Minute unterrühren, langsam köcheln. Perfektiko. Also wir lieben die Masse so, manche lieben sie mit mehr Milch, dann einfach mehr Milch dazugeben. Wir mögen das eher so richtig breiig. Perfekt. Nun ist der Apfel dran. Der wird gewaschen, entkernt und in kleine Würfel geschnitten. Schaut mal, so klein wie man es hinkriegt. So. Den Apfel geben wir dazu. Freunde, wisst ihr eigentlich, wofür die Glocke neben dem Abonnierknopf ist? Die ist dafür da, dass ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird. Das Ganze umrühren. Ich habe jetzt einen sehr großen Apfel gehabt. Oder man nimmt zwei kleine. Ich esse das am liebsten auf diese Weise. Meine Kinder machen sich gerne Honig, ein bisschen Honig drauf. Einfach so. Und man kann auch Zimt machen oder ein bisschen Zucker drüber streuen für die Kinder. Also fantastisch. Ich habe noch etwas Zimt. Apfel und Zimt. Oh, Freunde, ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Freue mich über eure Likes, über eure Kommentare. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann bitte abonnieren. Vielen Dank und bis bald. Eure Xenia. Mmh.